Funkausstellung in Berlin und wir zeigen Ihnen natürlich die attraktivsten Neuheiten und die Innovationen. Und ein Stand darf dabei natürlich nicht fehlen, richtig, der Stand von Festel. Neben mir ist Herr Henning Bruder. Hallo. Begrüße Sie recht herzlich auf Ihrem Stand. Ja, wir haben Sie zu begrüßen. Wir haben uns ja gerade mal umgesehen. Es ist fantastisch, was Sie an Neuheiten dieses Jahr aufgefahren haben, vor allen Dingen auch im Weißwarenbereich. Man kennt ja Festel als großen Weltkonzern im Technologiebereich, unter Fernsehgeräten, unter allem Möglichen, ja, was so dazugehört. Aber die Haushaltsgeräte, die kommen immer stärker und da haben Sie uns ein paar Highlights mitgebracht. Gerne. Ja, also zum einen haben wir hier einen Multidoor-Kühlschrank, der also dieses Jahr auch prämiert worden ist, an dem wir quasi als Konzeptstudie sehr stark darauf setzen, Themen wie Haltbarkeit, Themen wie Verfallsdaten und solche Geschichten alle mit hinzukriegen. Das Gerät ist ausgestattet mit diversen Logiken, zum Beispiel einem, wir nennen das IntelliEgg Minder. Das heißt, ich habe ja täglich das Problem, dass ich Eier kaufe. Ich weiß nicht mehr, sind sie frisch, sind sie ja, nicht frisch, ja. Welche muss ich zum Backen nehmen, welche sind... Mit einem Edding dann immer draufschreiben. Eben, mach's natürlich. Mit diesem Gerät habe ich die hervorragende Chance, in dem Moment, wo ich das Ei hier entsprechend positioniere, ja, dann zu sagen, okay, dieses Ei läuft ungefähr dann ab oder bis dahin will ich es konsumiert also haben. Rot wäre schon schwierig. Bitte? Rot wäre dann schwierig. Rot wäre schon das ja. Der Zeitpunkt, wo ich es brauchen könnte. Ebenfalls ein Riesenthema sind diese wunderbaren Stellen, wo ich zum Beispiel, wenn ich eine Saftflasche, eine Wasserflasche oder irgendetwas habe, es wird das Gewicht gemessen und so wie das Gewicht abnimmt, kann ich voreinstellen, kann sagen, okay, wenn ich die Milch auf einem Viertel Liter habe, also sprich 250 Gramm, dann bitte Kühlschrank, sag mir Bescheid, ich brauche Milch. Dann muss ich neue Milch kaufen. Genau. So, ansonsten, Multidoor-Kühlschrank heißt für uns als Westel immer, dass ich die Kombination habe zwischen Kühlen, in dem Fall auch großes Kühlen, das heißt, ich habe eine Riesenmöglichkeit, auch mal ein großes Backblech mit irgendeiner Riesentorte. Riesentorte kriege ich unter. Und ich habe unten zwei Abteilungen zum Gefrieren zunächst, aber ich kann sie jederzeit umstellen auf Kühlen. Ich kann auch, wenn ich die Schubladen rausnehme, was relativ einfach geht, zum Beispiel ein komplettes Bierfass drin kühlen. Das heißt also, wenn ich eine Party mache und sage, ich brauche jetzt nicht die Pizza aufzubewahren, weil heute kommen 20 Gäste und ich brauche den Bereich zum Kühlen, dann ist das möglich und dann kann ich aus dem Gefrierschrank beispielsweise auch einen Kühlschrank machen. War einfach nur mal für einen Tag, wenn ich das so brauche. Was ich ja sehr spannend finde, ist, wir haben ja jahrelang immer uns daran abgearbeitet, Sie als Industrie, wie kann man die Geräte energieeffizienter machen, damit sie nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Ich finde, mittlerweile sind wir da auf einem hervorragenden Level, aber jetzt geht es in den nächsten Step gegen die Lebensmittelverschwendung. Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt zum Thema Nachhaltigkeit, dass Festel das anbietet und sagt, du musst nicht aus Angst Lebensmittel verschwenden oder wegwerfen, sondern wir können dir dabei helfen, einfach zu sehen, ist das Lebensmittel noch gut oder wann musst du neu kaufen. Also das Ei, was ich vorher wahrscheinlich schon weggeschmissen hätte, kann ich aber noch ein bisschen aufbewahren. Aber wir machen auch sehr viel, zum Beispiel über Zonen im Kühlschrank. Also wir haben hier zum Beispiel eine Maxi-Fresh-Zone. Nachweislich, wenn ich hier alles richtig einstelle, entsprechend reguliere und sonst noch was, schaffen wir es. Und das ist jetzt wirklich keine Schau. Wir schaffen es mit einem sogenannten Normsalatkopf. So was gibt es, das ist eine spezielle Sorte etc. Ja, ist das ein Normsalat? Ist so. Okay. Ja, es gibt wirklich einen Kopfsalat. Ja, der wächst überall ziemlich gleich. Ja. Der wächst auch in ganz Europa. Ja. Den schaffen wir tatsächlich über 14 Tage in diesem Kühlgerät. Über 14 Tage? Total frisch zu halten, den nehmen Sie raus, der schmeckt wie frisch. Eben dadurch, dass wir die Befeuchtung und die korrekte Temperatur plus noch diverse andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel einen sogenannten Maxi-Fresh-Preserver im Einsatz, wo wir quasi Ethylengas einfangen. Ja. Was den Reifeprozess zum Beispiel bei Früchten, bei Früchten und Gemüse sofort initiieren würde, kann man damit einfangen. Dadurch bleiben die Früchte und alles und auch das Gemüse länger frisch als ein Beispiel. Also Lebensmittelverschwendung ist bei uns eine ganz, ganz, ganz wichtige Baustelle, an der wir arbeiten. Finde ich eine tolle, wichtige Sache, dass also neben dem Energieverbrauch jetzt natürlich auch die Verschwendung von Lebensmitteln und wir kennen das ja alle auch aus unserem Lebensalltag, dass man, auch wenn man darauf achtet, oft viele Lebensmittel auch wegwirft aus Angst, dass sie vielleicht nicht mehr gut sind und wenn dann auch noch das Gerät dabei hilft, die
das Obst, das Gemüse oder die Lebensmittel länger aufzubewahren, ist das eine gute Sache. Ne? Ja, also da lassen wir uns wirklich permanent was einfallen. Ich meine, noch ein kleines Highlight ist, wir haben hier unten, wenn die Kamera das sieht, wir haben hier unten einen Barcode-Reader. Also Sie können auch ohne Probleme die Lebensmittel, die Sie eingekauft haben, die Barcode scannen und entsprechend sagen, wann die vermutlich ablaufen werden. Genau, also hier hätte ich mir jetzt beispielsweise Balsamico gekauft bei einem Lebensmittelhändler und dann würde ich das einfach hier einscannen und er würde mir jetzt schon sagen, du pass auf, ist vielleicht schon abgelaufen, solltest du nicht lagern, oder er könnte mir dann auch entsprechend sagen, in der App, genau, in der smarten App. Wir haben eine smarte App dafür, die heißt Visi, ist aber auch Hersteller- oder markenübergreifend. Wir sind dort in einem großen Verbund mit allen anderen führenden Herstellern von Elektrogeräten, tauschen die Daten auch miteinander aus, also es würde auch mit anderen Apps funktionieren, ja, die auf der gleichen Basis. Jetzt wollen wir natürlich hier nicht so viel Energie verschwenden. Wir machen wieder ganz brav die Türen zu. Jawohl. Und dann gehen wir mal rüber zu einem anderen großen Highlight, was Sie haben. Und ich glaube, das ist etwas extrem Faszinierendes. Wir haben ja jetzt auch durch Covid natürlich erlebt, dass die Menschen immer mehr zu Hause bleiben, die Gastronomie ja leider auch nicht mehr so oft frequentieren und mehr auf den Genuss gekommen sind, zu Hause schön zu kochen. Also man will die Qualität, die man in einem Restaurant hat, heute auch gerne zu Hause haben. Und da bieten Sie ein ganz tolles System an, im Backbereich, im Kochbereich. Also wir haben da im Wesentlichen für dieses Jahr zwei Highlights. Das eine ist das Thema Sous-Vide-Garen, findet ja mehr und mehr Beachtung, ist halt sehr vitaminschonend, ist sehr gesund, braucht halt Zeit. Sous-Vide heißt ja ohne Zeitdruck. Wir haben das gesamte Thema Sous-Vide bei uns in den Backofen mit integriert, haben hier unten noch ein spezielles Kochfeld mit integriert und haben quasi unseren Bratsensor, den wir schon immer haben, umfunktioniert in einen Sous-Vide-Sensor und können jetzt im Backofen entsprechend Sous-Vide kochen. Ja. Was also den Vorteil hat, es ist hier wesentlich energieeffizienter, als wenn ich mit einem Sous-Vide-Stick oder sonst irgendwas das Ding draußen auf dem Herd stehen habe oder sonst irgendwas. Und es steht mir nicht im Weg rum, weil es braucht ja teilweise wirklich Stunden, die dieser Garprozess hinnimmt. Und wie gesagt, der Ofen reguliert es vollautomatisch. Kann auch Meldungen an die App absetzen und sagen, Die Ente ist fertig oder wird in 20, 30 Minuten fertig. Und neben dieser Innovation haben wir noch eine weitere Innovation. Das Thema Barbecue, Smoke etc. pp. Kommt immer mehr in Fokus. Wie kriege ich das beim Backofen hin? Wir haben hier mit diesem wunderbaren Gerät, mit SmokeTech, zum ersten Mal die Möglichkeit. Boah, das riecht aber schon gut. Ja. Das riecht schon, dass so ein richtig schönes rauchiges Aroma kommt hier raus. Raucharoma tatsächlich in den Backofen reinzugeben. Ja, es ist ein, ja, ich möchte sagen, ein natürliches Parfümieren, das Lebensmittel. Und ich gebe ihm dann noch diesen kleinen Barbecue, diesen kleinen Smoke-Aroma. Also Gewürze sind natürlich ein riesengroßes Thema. Ich habe hier gerade was entdeckt. Das sind solche Gewürze, die man natürlich auch sehr gerne dazu dann nimmt. Und da reicht eben, ich habe es mal bei einer Vorführung gesehen, da reicht wirklich nur eine kleine Prise. Ja. Ne? Also da reicht minimal wenig. Schauen Sie, wenn Sie es hier sehen, das sind ein paar Krümel von dem Räuchermehl, die ich hier reingebe, bringe es hier rein, sage dem Backofen, bitte räuchere oder gib Raucharoma mit drauf und alles ist gut. Und das wird mit kaltem Rauch gemacht? Das ist kalter Rauch, das ja. Heißt also, man muss da keine Sorge haben, dass irgendetwas passiert. Und wir riechen es ja auch hier. Erst dann, wenn quasi die Klappe aufgeht, dann habe ich dieses Räucheraroma. Habe ich einen kurzen Moment selbstverständlich in der Küche. Aber nochmal. Ey, wir kochen, wir freuen uns aufs Essen und ich meine, wir kennen das alle. Ich mag den Kuchen riechen. Und zwar bevor er auf dem Tisch steht, sondern wenn ich weiß, was Mutti den Kuchen macht. Ja. Oder wie auch immer, und so ähnlich ist das hier auch. Also das kann man dann schon tolerieren. Das ist dann immer, ja, also Gewürze, das wissen wir, ne, die liegen absolut im Trend. Die Leute wollen das nicht nur schmecken, sie wollen es riechen. Und mittlerweile kriegt man ja alles mit Barbecue-Geschmack. Die Industrie hat sich darauf eingestellt, weil man schon weiß. Das ist echtes Räuchermehl. Das ist echt. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und vor allen Dingen ist es frisch. Ja, und Sie kennen das auch, wenn Sie etwas Geräuchertes, nehmen Sie einen Fisch, eine Forelle oder sowas. Sie wissen ganz genau, die Leute stehen Schlange, wenn der Räucherofen aufgemacht wird und das kommt ganz frisch raus. Ja, ja. Es ist eine andere Story, als wenn das 3 Wochen irgendwo in der Fischtheke gelegen hat, eingeschweißt, oder? Also
da sind Sie Ihr eigener Räuchermeister. Also das ist auch so ein Produkt, das muss man einfach erleben beim Fachhändler. Ja. Ja, da muss man hingehen und sich das anschauen, um das mal auszuprobieren. Und ich glaube, man verliebt sich direkt darin. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Ne? Denke ich. Und wie gesagt, so wie kochen gesund. Es dauert halt Zeit, aber ich meine, die Zeit nehmen wir uns halt heute. Ne? Ja. Es muss nicht immer nur vom Fastfood-Schalter sein. Ja, schon. Und das Gute ist ja, die Zeit, die kann man sich nehmen, wenn sie stressfrei ist. Wenn ich immer wieder schauen muss, ist mein Produkt fertig, ist es schon soweit oder so, und ich kann entspannt Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen, Buch lesen, und ich weiß, meine Haushaltsgeräte, die kümmern sich darum. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, war ein toller Einblick. Und ja, wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf Funkausstellungen in Berlin haben und sich noch andere tolle Trends angucken wollen, dann tun Sie das auf unseren Channels, natürlich vom Plus X Award. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss.